Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind im Spiel Simotrans mit dem Comic Pack. Es ist die Folge 25 regulär und ich bin jetzt hier gerade aber im Spielstand der Folge 23. Das heißt, ich habe, ich glaube, 23, vielleicht sogar 22, warte mal, nee, 22, das ist der Spielstand der Folge 22. Ich bin nochmal zurückgegangen, weil wenn wir, ich kann das ja mal gerade switchen hier, da seht ihr schon hier, da sind 42 Millionen auf dem Konto. Da ist irgendwas schiefgelaufen beim Abspeichern oder so, oder ich habe es im Hintergrund irgendwie spielen laufen lassen und dann ist es abgespeichert, aber irgendwas passt hier nicht. Und ich mag dann doch nicht mit diesen 42 Millionen weiterarbeiten, sondern lieber mit den 800.000 knapp. Weil wenn ich jetzt nach Zittau gehe, ist das natürlich alles fehlend, ne? Das ist klar. Aber nee, dann baue ich lieber das Ganze hier nochmal und wahrscheinlich auch in den Dörfern fehlt es ja dann. Und dann müssen wir da nochmal switchen sozusagen und schauen, was war, was ist nicht. Aber im Endeffekt spielt das gar keine Rolle. Wir bauen jetzt hier diese Linie zwischen hier und bei Zwischenahn haben wir ja dann die Schiffslinie gebaut, die uns dann das Genick gebrochen hat mit dem Alsterdampfer. Aber das machen wir dann nochmal, denke ich mal. Und da bin ich dann lieber hier wieder mit den 795.000 unterwegs, wie mit diesen 42 Millionen. Das macht keinen Spaß. Wisst ihr Bescheid? Und ich würde sagen, wir gucken uns Intro an und dann bauen wir hier den Hafen. Alles klar, bis gleich. So, dann sind wir hier im Spiel und müssen jetzt hier den Bahnhof hinbauen. Also das gefiel mir wie gesagt nicht und das wäre auch irgendwie nicht so mein Ding gewesen. So, jetzt müssten wir dann hier die Gleise legen. 50. Und jetzt haben wir das, glaube ich, hier gehabt, dass das hier so lang ging und da ging es dann hoch. Warte mal, machen wir mal so erst. Ja, wir bauen es dann einfach darüber, oder? Ja, mal gucken. Wie macht Simotrans das jetzt, wenn ich hier. Ja, wäre schön, wenn es denn geht. Warum schiebt er jetzt die Karte rüber? Linke Maustaste. Ach so, Lupe ist an. Ich bin nicht auf Bauen. Ganz einfach, so. Ich würde jetzt gerne bis dahin bauen. Okay, dann fährt er so darüber. Ich mache mal erstmal bis dahin. Weil der Bahnhof wird ja irgendwann auch mal länger werden, ne? Eigentlich wäre es schöner gewesen, wenn der irgendwie hier bis dahin gegangen wäre, ne? Ja. Wird später eine Umbauaktion dann werden. Ist erstmal so. Gut, das haben wir dann geschafft. Ja, wir haben jetzt wieder, ne, müssen wir ja gar nicht haben. Wir müssen jetzt hier den Bahnsteig bauen. 1, 2, 3, 4, 5 machen wir da erst. Das passt schon mal soweit. Dann gehe ich mal von WASD weg, damit das auch besser klappt. So, jetzt müssten wir hier mal schauen, welches Verbindung ist das, die hier fährt. PZ-Personenzug. Ja, der ist das. Das ist der Personenzug. Ich weiß nicht, ob wir da nicht was anderes gemacht haben, aber wir lassen den jetzt dann da auch erstmal rüberfahren. Der fährt Jena Rathaus an, Mettmann, Erlkönigweg, Jena Rathaus, Zittauer Rathaus und dann wieder Jena Rathaus. Das bedeutet, wir müssen hier irgendwo was einfügen. Fahrplan allerdings. Wir müssen einfügen machen. Also wir können das einfügen. Und jetzt fügen wir den hoffentlich richtig ein. Zitterwald. Ja. Und dann fügen wir den noch wieder ein. Zittauer Rathaus. So, dann passt der Zug. Der fährt jetzt dann auch hier hin. So, und hier müssen wir dann aber noch eine Schiffslinie ja bauen, ne? Mit diesen schicken Segelschiffen. Depot. Gut, das ist die Fähre, das ist das Postschiff, ne? Ja. Wir brauchen die Fähre. Wir brauchen Fahrplan. Und der geht halt. Ach, haben wir ja noch keinen Hafen.
Das war jetzt noch nicht so ganz so richtig. Dann gehen wir hier hin. Anlegestelle hier. Und die ist dann schon da. So. Fahrplan. Linie. Von dort. Nach. Wo ist es? Da ist es. Nach dort. Passt erstmal. Das ist MS Bad Zwischen. Da war schon ein Tippfehler, ne? Jetzt war Zwischen an. Zittau. Nochmal Zitterwald war das, glaube ich. Schuss. Und fertig. Und dann können wir schließen. Und hier haben wir jetzt Fahrplan. Zitterwald passt. Hier ist einer drauf. So, starten wir. Lassen den erstmal fahren. Überlegen schon mal, was wir als nächstes dann machen. Ich habe leider nicht mehr in Erinnerung, was das nächste dann war. So, der fährt auf jeden Fall da lang. Sollte auch ankommen, naja. Wahrscheinlich haben wir dann hier Städte geschaut, wie die abgedeckt sind. Das müssen wir natürlich nachholen. Hier ist ein Haus, das haben wir dann bestimmt gebaut. Dafür müssen wir hier Straßenfahrzeug haben. 1, 2, 1, 2, das heißt, da muss die Haltestelle hin. Das heißt, dort müssen wir aufschütten. Warte mal. Ja, doch, das muss da so hin. Wie das geht, müssen wir mal schauen. Wasserstand um 1 erhöhen. Geht nicht. Das war also nicht die Lösung. Das heißt, dieses müsste es sein, oder? Aber das ist nicht das Richtige. Aber ist auch nicht schlimm, dann ist das Wasser weg. Martin für diesen Boden. Wie habe ich das denn gemacht? Wüste für diesen Boden? Nee. Mediterran? Nee. Westlich vielleicht. Ah, so geht's. Okay, dann haben wir das geschafft. Dieses Werkzeug brauchen wir dann nicht. Dann brauchen wir die Straße, die dann hier so lang geht. Und da brauchen wir jetzt den Halt mit dem Postkasten. Und dann passt das schon. So, dann haben wir hier noch... Nee, das ist falsch gewesen. Lass mal die Lupe machen. Das ist richtig. Hier starten wir gerade das nächste Schiff. Die Abdeckung ist jetzt hier auf dem Wasser natürlich nicht so schön zu sehen, aber passt schon. So, das ist da angeschlossen. Das passt erstmal. Jetzt müssen wir nur den Stadtbus hier erwischen. Ist das der? Stadtbus Mettmann. Ja, sehr schön. Dann können wir hier die Linie holen. Machen da den Fahrplan auf. Können diese wieder zumachen. Und hinzufügen ist ausgewählt. Machen wir Rathaus, machen wir hier und das passt. Ein Halt können wir noch hinzufügen wohl. Und dann müssen wir schon überlegen, wie wir die Linie neu aufteilen. Okay. Hier war es das erstmal. Den müssen wir noch auflassen. Jetzt gehen wir nach Eislingen. Da ist alles abgedeckt. Gehen wir hier runter nach, was war Jena das nächste? Ne, Weiterstadt. Weiterstadt ist abgedeckt. Hier unten war Öhr, ne? Ist abgedeckt. Wir müssen mal raussuchen. Da war die orthodoxe Kirche. Da ist noch einer. Hier haben wir noch zwei Orte. Naumburg halt. Naumburg braucht hier noch einen Halt. Naumburg.
Muss da einen Halt haben. Sehr gut. Ne, das ist doch ist richtig. Das passt. Dann packt das weg. Kutsche, Stadtbus Naumburg, Fahrplan, Fahrzeug weg. Offenbach, ne, Rathaus, passt schon. Rathaus ist das nächste und dann der. Dann sind wir da auch schon richtig. Haben wir auch richtig gemacht. Lass das nächste Schiff fahren. Dann, zwischen Ahn war ja nichts, ne? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet, aber ich glaube, da war nichts. Ne, war nichts. Dann gehen wir mal auf die Karte. Ja, hatten wir das schon angeguckt? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist da nichts. Weiter statt waren wir? Waren wir an Jena? Ne, Jena waren wir nicht oder war Jena nichts? Jena war wahrscheinlich nichts, okay. Mettmann hatten wir gemacht, Eislingen haben wir geguckt. Dann sind wir hier bei, ne, das ist Eislingen. Nöpfen müssen wir dann machen. Netfen hat nichts. Hier hinten war dann nur noch Hamburg. Hamburg hat auch nichts. Die Orte sind durch. Mettmann ist durch. Dann sind wir bei Roßlau. Roßlau hat nichts. Dann kommt Lübecke. Ist auch nichts. Dann haben wir hier noch Attendorn. Attendorn hat auch nichts. Und dann haben wir hier noch die zwei Orte auf der anderen Seite. Stadthagen, ne, das war der Bahnhof, na, das Bauwerk. Hier ist aber alles abgedeckt. Und dann haben wir hier noch PPP Palenberg. Das ist auch passend. Gut, dann haben wir das repariert. Soweit. Schiffslinie von da nach da haben wir gemacht. Na, das ist klar. Hier waren wir in Naumburg. Da waren wir. Hier waren die orthodoxen Kirchen. Hier haben wir den Bahnhof gemacht. Die Schiffslinie, das sollte funktionieren. Da kommt gerade der Zug rein. Jetzt ist die Frage, von wo der kommt. Eislingen Rathaus. Ich glaube, der biegt hier wieder ab, oder? Nee, er fährt zum Hafen. Mettmann Rathaus, Jena Rathaus, Eislingen, Magdalenenstraße über Mettmann Erlkönig. Na okay, dann hat er jetzt aber... Hier steht keiner, weil natürlich diese Schiffe noch nicht da sind. Können wir noch eins starten. Eins ist glaube ich noch dann da. Den können wir zumachen. Aber er ist ja auch hier, er hat ja auch niemanden jetzt, der... Doch, ich habe den Bahnhof angehabt, alles klar. Also hier fahren jetzt 7 Passagiere hin, die dann weiter wollen übers Wasser. Das ist schon mal cool, dann funktioniert das, dann ist das gesichert. Jena hatten wir geguckt, ne? Ja, passt. Da haben wir. Ja, wir haben alles durch hier. Ist alles schick. Müssen wir noch mal gucken. Hier können wir noch bei Zwischenahn mal gerade gehen, an Hafen und schauen, ob da auch schon welche stehen für übers Wasser, Zittau, Roßlau, Lübecke. Na, das ist ja alles drüber, ne? Sind 11 Leute, das ist schon mal eine Nummer. Und die Schiffe, die da hinfahren, sind aber erst hier wahrscheinlich, ne? Ja. Das wird noch dauern, bis die ankommen. Gut. Jetzt müssen wir nur gerade überlegen, ob da unten noch Kutschen drauf sind. Den müssen wir noch offen lassen, ne? Sind hier auf dem Weg noch Kutschen, die hier lang fahren? Wahrscheinlich ja, weil wir haben ja sonst keine Verbindung gehabt. Die müssen ja irgendwo unterwegs sein. Da ist eine. 1 von 6, okay, die muss noch entladen. Fahrzeugdetails ausmustern. Machen wir so. Dann haben wir diese noch. Da ist keiner dran. Können wir also auch ausmustern machen. Die ist sofort weg. Und hier ist noch einer.
Da ist auch niemand drin. Das heißt, können wir auch aus Mustern machen. Ist sofort weg. Und so wie es aussieht, ist keiner mehr unterwegs hier, oder? Aha. Fahren wohl nach Weiterstadt dann die Kutschen, oder was? Hier richtig? Mal die Übersichtskarte. Ja, ist wohl so richtig, ne? Ja. Von Weiterstadt wurde dann dahin gefahren, dann passt das schon. Okay, ist das erledigt. Die eine Kutsche ist jetzt noch offen. Da ist, fehlt noch einer. Und jetzt fahren wir hier noch das letzte Boot. Dann können wir das auch zumachen. Dann ist es auch unterwegs. Die haben jetzt alle so ein bisschen Abstand. Nicht viel, aber ein bisschen. Soweit würde ich sagen, soll das erstmal gut sein. Okay, ich weiß nicht, könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, was ihr davon haltet. Also ich war da doch ärgerlich drüber, über diese 42 Millionen. Und ich möchte dann doch mit Zahlen spielen, die nicht irgendwie durch Spiel läuft im Hintergrund weiter und macht Geld. Das möchte ich dann nicht. Aber ist ein Zeichen natürlich dafür gewesen, dass unsere Wirtschaft in Ordnung ist, ne? Und naja, da müssen wir weiter gucken, wie es in der nächsten Folge läuft. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Ja, und wenn ihr Lust habt, dann guckt da in die anderen beiden Folgen rein, die wir vorher hatten, wo wir zurückgestellt haben, was wir gebaut haben. Dann könnt ihr mir das noch sagen. Bis dann. Ciao.